Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei Movie Check und zu einer neuen Folge von Movie Checks News Time. Es ist ja schon wieder ganz lange her, eine Woche, und es ist so viel passiert. Also wirklich so viel passiert, und das schauen wir uns jetzt alles mal an in den Top 5 der News der Woche. Und jetzt geht's los. Game of Thrones Staffel 8 war jetzt ja wirklich nicht die beste Staffel der Reihe. Und trotzdem, meiner Ansicht nach vollkommen zurecht, hagelte es natürlich eine Emmy-Nominierung nach der nächsten für unter anderem Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner und viele, viele andere. Und auch natürlich Gwendolyn Christie wurde nominiert, neben ihr aber auch noch Alfie Allen, der Theon Graufreud gespielt hat. Und Carice van Houten... Hoffentlich nicht verwandt mit Milhouse von Houten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall die Schauspielerin, die diese rote Hexe gespielt hat. Die rote Dame, die rote Frau, die am Ende sich geopfert hat. Whatever. Auf jeden Fall, die wurde auch nominiert. Meiner Ansicht nach auch zu Recht. Sie hat auf jeden Fall ziemlich gruselig gespielt. Das alleine reicht mir schon, persönlich. Aber hey, jedem das seine. Auf jeden Fall, die drei waren auch nominiert. Und allen voran bei Gwendolyn Christie, auch meiner Ansicht nach mega mäßig berechtigt. Brienne, wie sie gespielt hat, war unglaublich gut. Auch in der letzten Staffel, meiner Ansicht nach. Und trotzdem hat HBO natürlich hier wieder ein Fettnäpfchen natürlich nicht auslassen können. Sie haben nämlich die Anmeldegebühr sozusagen, um die Emmy-Nominierung dann auch offiziell werden zu lassen, nicht geleistet. Und wir reden hier quasi von $250. Das ist für eine Serie, die Millionen eingespielt hat, ein riesiges Fandom auch besitzt und durch das ganze Merchandising ja wahrscheinlich das Tausendfache, das Zehntausendfache von dem, was diese Anmeldegebühr ist, einnimmt täglich, ein Witz. Und trotzdem hat man sich auf diese Lead-Characters beschränkt. Wie gesagt, Kit Harington, der Jon Snow gespielt hat, Emilia Clarke als Daenerys Sturmtochter und so weiter und so fort. Also fast alle der Hauptcharaktere haben halt ihre Nominierung auch von HBO quasi dann genehmigt bekommen. Da wurde alles gedeichselt, alles geregelt und ja, außer bei den dreien. Und diese drei haben es jetzt einfach selber gemacht. Die haben diese Startgebühr selber entrichtet, diese Anmeldegebühr von knapp $250. Das ist ja auch ein Witz für die. Und sind jetzt dabei. Da fragt man sich aber trotzdem schon, wie diese drei Schauspieler jetzt zu HBO stehen. Weil ich persönlich wäre mega angefressen. Ich wäre richtig angepisst, wenn man mir meine Chancen absichtlich verbaut. Und danach schaut es ja aus. Ja? Also ich verstehe nicht den Sinn und Zweck dahinter einer Nominierung, wenn sie doch schon von einem Komitee kommt, dann nicht auch wahrzunehmen. Warum die das jetzt in Eigenregie machen müssen, das tut mir für die Schauspieler leid. Ich verstehe es nicht, was HBO sich dabei gedacht hat. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie das da in Hollywood abläuft, warum man sich diese drei da gespart hat, obwohl sie nominiert gewesen sind und immer noch nominiert sind. Ich verstehe es nicht. Ich finde es auf jeden Fall echt traurig, beschämend, und ja, ich an deren Stelle wäre richtig, richtig sauer. Darth Maul. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu diesem Charakter steht, aber ich liebe ihn. Ich finde, Darth Maul ist einer der geilsten Charaktere, den die Prequel-Trilogie zu bieten gehabt hat. Und ich fand es natürlich auch dementsprechend etwas schade, dass er in Episode 1 gekillt wurde. Es war die logische Konsequenz. Er hatte Qui-Gon getötet, Obi tötet ihn. Logisch. Aber dann gab es ja die Entwicklung im Rahmen The Clone Wars und Rebels, Star Wars also in Serie zu produzieren, und da griff man natürlich gut und gerne auf alle möglichen Eventualitäten und Charaktere zurück, die das Star Wars Franchise zu bieten hat. Aura Singh war dabei, Boba Fett in Jung und eben auch Darth Maul. Da sahen wir ihn dann zuletzt, beziehungsweise dann wirklich zuletzt in dem Film Solo, A Star Wars Story. Da tauchte ja dieser Charakter, Darth Maul, wieder auf in Form eines Hologramms, aktivierte natürlich auch sein Lichtschwert, und alle waren total überrascht, dass wir Darth Maul jetzt auch als Teil des offiziellen Kanons wiedergesehen haben. Und ich allem voran habe diese Szene allein schon deswegen gefeiert, weil er einer meiner Lieblingscharaktere ist. Nun hat Hot Toys neue Spielsachen quasi vorgestellt, neue Figürchen auch aus dem Star Wars Universum, und da ist eben auch Darth Maul dabei, so wie er quasi jetzt zur Zeit von Solo, A Star Wars Story, lebt und ausschaut.
eben mit diesen metallischen Beinen, die wir auch aus der Serie kennen und die er dann augenscheinlich natürlich auch im weiteren Verlauf seines Lebens beibehalten hat. Das unrühmliche Ende von Darth Maul kennen wir alle. Wer Rebels gesehen hat, weiß es auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Ich möchte hier niemanden spoilern, aber das Ende steht fest. Trotzdem, dadurch, dass das Merchandising jetzt auch für Darth Maul wieder in Fahrt gerät, habe ich persönlich die Hoffnung, irgendwann noch einen Solo-Film für diesen Charakter auf der Kinoleinwand zu sehen. Das wäre mein persönlicher Traum, neben einem Obi-Wan Kenobi-Film. Vielleicht kann man auch beides irgendwie kombinieren. Aber auf jeden Fall würde mich interessieren, wie dieser Charakter, der in Solo A Star Wars Story das erste Mal seit 2001 bzw. 1999, da kam ja The Phantom Menace raus, was der in der Zwischenzeit alles so gemacht hat. Und da wurde ja auch schon einiges in The Clone Wars angedeutet. Da gab es ja diesen geilen Fight zwischen Savage Opress, Darth Maul und eben dem ehemaligen Meister von Maul, Darth Sidious. Den hat Maul horrende verloren, muss man sagen. Und man hatte sich dann gefragt, okay, was macht Palpatine? Tötet er ihn oder tötet er ihn nicht? Er hat ihn nicht getötet, er hatte ja andere Sachen noch mit ihm vor. Und was das genau ist, das könnte theoretisch ein Solo-Film aufklären. Vielleicht ist das ja auch schon der Beginn, dieses Merchandising, um darauf hinzuwirken. Ich persönlich fände das ziemlich, ziemlich nice. Was denkt ihr? Ich persönlich habe mega Schiss davor, Robert Pattinson als Batman, als THE Batman auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Ich denke immer an diesen glitzernden Vampirtypen Edward aus der Twilight-Saga, wenn ich nur dieses Gesicht vor mir sehe. Ist so ein Milchbubi-Gesicht. Ja, wobei, Milchbubi-Gesicht ist es auch nicht. Es ist ein Schönling. Und das passt irgendwie nicht zu diesem markanten, mitunter auch eher depressiveren Charakter des Batman, der von Affleck meiner Ansicht nach phänomenal verkörpert worden ist. Und da traue ich auch ein bisschen nach, dass Affleck nicht mehr die Möglichkeit haben wird, diesen Charakter zu spielen, weil ich persönlich wirklich der Ansicht bin, dass er neben Christian Bale diesen Charakter wirklich, wirklich gut verkörpert hat. Aber sei es drum, jetzt ist es halt Robert Pattinson und das ist bis dato auch der einzige, der für The Batman klar gecastet worden ist. Wir wissen nicht, gegen wen er kämpfen wird. Wir wissen nicht, wer als Sidekick eventuell beiseite stehen wird. Wir wissen überhaupt nichts an sich über The Batman bisher, storytechnisch. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist, dass der Drehtermin, der Drehstart für den Film The Batman von Matt Reeves, der als Regisseur weiterhin erhalten geblieben ist, feststeht. Und zwar ist es der 13. Januar 2020. Also nächstes Frühjahr wird gedreht und zwar in London. Da darf man gespannt sein, warum ausgerechnet in London. Ist das Setting eventuell in Europa oder was weiß ich? Vielleicht sind auch nur die Pinewood Studios gemeint. Man weiß es nicht, aber die Pinewoods sind eigentlich außerhalb von London. Ist ja auch egal. Ich persönlich habe auf jeden Fall erhebliche Zweifel an dem Casting von Robert Pattinson als Batman und werde einfach damit nicht warm. Universal Pictures und Blumhouse Productions haben selbstverständlich ein horrendes Einspielergebnis bei Halloween erzielt, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch entsprechend einen richtig, richtig geilen Streifen abgeliefert. Und dann, das hatte ich in einer der letzten Newstime-Folgen ja schon berichtet und euch darüber erzählt, war die News des Tages für mich, dass sich Jamie Lee Curtis und Jason Blum getroffen haben. Ja, Jason Blum als CEO von Blumhouse Productions. Und jetzt kam gestern der Kickoff. Es gibt noch zwei Halloween-Streifen, die geplant sind und bei denen auch Jamie Lee Curtis als Laurie Strode zurückkehren soll und gegen ihren Bruder Michael Myers antreten soll. Und das persönlich finde ich ziemlich geil. Der nächste Teil in dem offiziellen Zeitlinien-Halloween-Franchise ist Halloween Kills. Der soll erscheinen am 16. Oktober 2020 in den USA. Und der Abschluss, der krönende Abschluss der offiziellen Zeitlinie des Halloween-Franchises, Halloween Ends, soll dann ein Jahr später erscheinen, und zwar am 15. Oktober 2021. Als Rückkehrer werden bis dato jetzt erstmal gelistet neben Jamie Lee Curtis auch noch Judy Greer, die Karen Strode gespielt hat, die Tochter von Laurie Strode und auch die Tochter von Karen Strode, ich habe ihren Namen vergessen, die wird aber von Andy Maciek verkörpert, kehrt auch zurück. Also die ganze Familie rund um Laurie Strode und eben auch ihren Bruder Michael Myers kehren zurück und es bleibt zu erwarten, ob Jamie Lee Curtis tatsächlich bis zum Ende, bis Halloween Ends durchhält oder ob sie vorher stirbt und quasi dann das Zepter an ihre
an ihre Tochter und ihre Enkelin weitergibt oder ob die komplette Familie Strahd es am Ende in Halloween Ends mit Michael Myers in einem direkten One-on-Three aufnehmen wird. Ich persönlich feiere auf jeden Fall diese Ankündigung. Ich hatte bei der letzten Newsletter maximal damit gerechnet, dass ein Sequel kommt, aber dass jetzt die Planung direkt nochmal über zwei Filme geht, ich persönlich finde es klasse. Kommen wir zum krönenden Abschluss dieser Newsletter doch zu einem anderen Film-Franchise, das allerdings ähnlich wie das Halloween-Franchise auch diverse Fortsetzungen in den 2000ern erfahren hat, die allerdings nie an den Erfolg der Originalteile anknüpfen konnten. Natürlich meine ich das Terminator-Franchise. Ihr wisst das, ich weiß das, wir alle wissen das. Terminator, Terminator Judgment Day, also Tag der Abrechnung, das ist das offizielle Kanon. Es wurde ja auch schon gesagt, Rise of the Machines, Salvation und Genesis, die blenden wir aus. Toll. Dieser Nachricht wird jetzt aber nochmal von offizieller Seite nochmal mehr Nachdruck verliehen, weil jetzt noch neben Sarah Connor und Arnold Schwarzenegger, der ohnehin nicht tot zu kriegen ist als Terminator, noch eine dritte Person gecastet wurde, die eine Rolle aus Judgment Day wieder wahrnehmen wird, nämlich Edward Furlong, der junge Mann, der damals in Judgment Day John Connor gespielt hat. Jason Clarke? Who's that? Christian Bale? Whatever. Und der Typ aus Rise of the Machines, habe ich eh vergessen, wie der heißt. Whatever. Ausblenden, weg, wisch. Edward Furlong ist wieder am Start. Nummer 2, was mich bei Terminator 6 Dark Fate und euch sicherlich auch sehr interessiert hat, wird der Film R-rated oder kriegt er in den USA ein PG-13? PG-13 wäre weichgespült, R-rated wäre geil. Und da wurde auch gesagt, also wir machen einen R-rated-Film. Und wenn wir da Szenen reinschneiden müssen, wo Linda Hamilton die ganze Zeit einfach nur Fuck sagt, Hauptsache der Film kriegt sein R-rated-Rating. Und wenn das so kommt, dann wird der Film bei uns mindestens FSK 16. Ich persönlich baue und hoffe auf eine FSK 18-Version, ähnlich wie beim ersten Terminator. Das fände ich persönlich geil. Wenn man dazu noch den Witz und den Charme des zweiten Teils Judgment Day hinzupackt, dann wäre das der ideale Terminator. Wie seht ihr das? Und das waren sie schon wieder, meine Top 5 Film-News der Woche. Hier oben oder da unten, ich weiß nicht wo, könnt ihr auf jeden Fall jetzt abonnieren. Auf der Endcard gibt es gleich zwei Videos, da könnt ihr euch auch austoben. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder um 13 Uhr zur nächsten News-Time. Ich werde allerdings jetzt auch versuchen, so peu à peu unter der Woche auch News-Folgen zu veröffentlichen. Das soll aber nichts daran ändern, dass die Top 5 Film-News der Woche immer sonntags erscheinen. Und beispielsweise, um auch eine gewisse Regelmäßigkeit hier auf dem Kanal langsam aber sicher nach 6 Jahren mal zu etablieren, dienstags mindestens immer eine Filmkritik. Donnerstags, freitags versuche ich dann Trailer-Reactions spontan zu machen und alles andere muss ich gucken, wie sich das ergibt, weil privat und beruflich sich bei mir auch gerade viel tut und entwickelt. Und dazu später mehr in einem separaten Video. Jetzt geht's für euch erstmal auf die Endcard. Meine Zunge beruhigt sich jetzt erst einmal. Ich habe echt Durst und ja, viel zu viele Informationen. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.